Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alan Wake 2. Ja, wir haben es Ende der letzten Folge hinbekommen. So ist das nun mal. Alter, du lenkst mich jedes Mal, die Tür hier aufzumachen, dass Rose uns die Tür aufmacht, wollte ich sagen. Ja, Arti, Ruhe. Jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit Tor ist. Und ich ahne irgendwie. Pass auf, die Pfützen auf. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Stimmt. Danke. Bei dieser Frau läuten alle Alarmglocken. Ja. Ich ahne irgendwie Schlimmes. Naja, wir gehen einfach mal. Warte, was soll schon passieren? Und tot. Alter, wie instant dunkel das ist, ne? Instant. Warte mal, Inna, die Außenbeleuchtung anmachen. Mir ist das zu dunkel. Ich habe ein bisschen Angst. Also nur ein bisschen. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Okay. Gucken, ob hier wieder irgendwie eine Seite auf rumliegt. Nö. Ich kann da aber auch nicht drüber klettern. Nee, das geht so nicht. Das ist ganz gefährlich mit den Spitzen hier oben. Ja. Also hier kannst du rüberklettern. Das muss sogar ich schaffen. Ja. Mittlerweile auch nicht mehr der sportlichste Mensch der Welt. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, das ist ein Schrei. Wellness Center, Braid Falls. Und die Musik ist sehr, sehr einladend, muss ich ja mal sagen, ne? Hallo? Dunkel. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sei bereit, Saga. Oh nee. Bitte nicht. Wenn wir wieder gehen. Hallo, ich will mich anmelden. Schwester? Kinder, da ist bestimmt gerade an der Arbeit. Es ist 0:00. Oh Gott, ich will da nicht rein. Jetzt schon. Hallo? Tor? Ich bin Saga Anderson. Oh Gott. Warum steht da heilen? Ach so, weil ich das ausgewählt hatte. Hallo? Oh Gott. Ich kack mir jetzt schon wieder ein, ey. Ich mag das nicht. Warum spiele ich sowas eigentlich? Ihr sagt, ich gucke übrigens gerne Horrorfilme, aber wenn ich selber so Spiele, wo es so horrormäßig zugeht oder horrormäßig werden kann, Alter, da mache ich mir die Hose voll. Aber sowas von. Na, geh doch mal dahin. Hallo. Alter. Ich wollte gerade sagen, wird's noch? Ob ich mal so eine Fackel mal ausrüste? Ja, mach das einfach. Wir machen es einfach mal. So, sprich mit den Anderson, finde Tor, suche nach Tor im Wellness. Aber guck mal, achso, mit den Andersons zählen bestimmt beide einfach nur. Sonst ist hier nichts weiter, wa? Tabletten, können wir die nicht einfach mitnehmen, wenn wir schon hier sind? Ist doch keiner da. Ist der sozialistisch umgelagert? Easy going. Wenn's keiner gesehen hat, ist es nie passiert. Ich will nur mal auf die Karte gucken. Nur mal ganz kurz. Okay. Ach. Was soll schon passieren? Hallo? Ich bin eine starke schwarze Frau. Lass mich in Ruhe. Manuskriptseite wieder. Ist sie das? Nee. Hallo, welche ist es denn?
Thor Anderson hatte Blitze in seinen Adern. Das war Rock'n'Roll, Baby. Dieses Weaver-Mädchen hatte ihn in ihren Bann gezogen. Thor würde alles tun, was sie von ihm verlangt. Thor hatte es verdient. Thor wollte es. Sie wollte den Song. Ein Geschenk. Er musste ihn für sie besorgen. Danach war es zu spät. Thor schwang frustriert seinen Hammer. Der Funke war erloschen. Schwarze Flüssigkeit vernebelte seinen Geist. Ein schlechter Trip. Thor kämpfte dagegen an. Er war stark. Er würde nie ein Besessener werden. Aber die Dunkelheit konnte ihn immer noch ertränken. Thor musste jemanden warnen. Alles geschah erneut. Tom war zurück. Auf dem Weg zurück. Tom Riddle? Auch Tom würde Hilfe brauchen, wenn er es schaffen wollte. Aber die Brüder waren zu alt, um es diesmal zu verhindern. Thor hatte jemanden angerufen. Jemanden, der helfen konnte. Der Name entglitt ihm, ertrunken im dunklen Wasser. Okay. Wie gesagt, es ist immer, wenn du so krankenhausmäßig on Tour bist, muss ich immer an The Walking Dead denken. Oh, Kiste! Gib mir das, gib mir das. Wenn man die Fackel nie benutzt, dann sind die bestimmt voll geil. Oh, Licht. Oh Gott, wenn hier schon wieder Licht ist, das heißt, ich kann mich verstecken. Er hat seine Verbände abgenommen, obwohl er schwer verletzt ist. Wieso? Wie ging es ihm wieder gut? Thor war hier. Rose und ich fanden Mr. Anderson bewusstlos neben dem Telefon. Verbrennungen an der Hand, Schnittwunde am Kopf, er war bewusstlos. Wir hatten ihn hierher gebracht, benimmt sich schon die ganze Woche seltsam. Pass auf ihn auf. Er ist ein VIP. Okay. So. Odin sagte, Thor bräuchte Hilfe. Aber weshalb? Ja, aber Jukat fragen. Wird er auch zu einem Besessenen? Hoffentlich nicht. Möchte nicht wegknüppeln. So, Aufzeichnungen sagen, dass Thor sich immer auffälliger verhält. Thor wird besessen? Thor hat sich merkwürdig verhalten. Gewalttätig? Fragezeichen. Thor. Mein Gott, du machst immer Geräusche da. Warum sollte man einen Verband abnehmen, wenn man noch blutet? Ja, vielleicht ist er schon festgebacken. Hey, was jetzt nicht? Versuch's weiter. Achso, wo ist Thor? Ja, hätte ich mal gucken müssen. Wenn Thor sich hier ausruhen sollte, bleibt er nicht lange hier. Thor Anderson hatte Blitze. Thor ist das Ziel. Er braucht Hilfe. Okay, keine Besserung. Manipuliert ihn das Dunkle, zerstört es ihn. Du, das bist nur du. Hier noch irgendein Hinweis. Ich suche einen Hinweis für mein blaues kleines Notizbuch. Wo schon wieder alles umgeschmissen. Mein Gott, Thor, du bist ganz schön aggro, wollte ich gerade sagen. Wie gesagt, irgendwas wird kommen. Ich habe hier ein Licht. Ich habe vorne ein Licht. Karte. Geradezu ist abgeschlossen. Ich teste es trotzdem. Vielleicht kriege ich ja per Zufall... Das geht von hier nicht auf. Sag doch, die Tür war fest verschlossen. Was war das? Oh, gib mir was. Wir kommen doch gerade von hier, ne? Jo. Also doch hier lang. Oh, hat gerade gelackt? Hat was nachgeladen oder? Warte! Thor, warten Sie! Ich bin's!
Er hat ja gesagt, warte. Das heißt, irgendwas ist da hinterhergelaufen. Aber wir gucken uns natürlich noch ein bisschen. Ha! Oh, hey! Alter! Oh, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Oh, ganz ehrlich. Ist mir jetzt Puls? Nö. Alter, das war jetzt evil. Das war wirklich evil, Knievel gerade. Oh. Jetzt ist offen. Alter, was sollte denn das gerade? Ganz ehrlich, was sollte das denn? Musste das jetzt sein? Ich bin voll erschrocken. Echt jetzt eine leere Box? Schon wieder so ein Licht. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Ich werde bestimmt drauf gehen. Ich werde bestimmt drauf gehen. Hallo? Einfach mal die Türen aufmachen. Oh, guck mal da, Werkstatt. Da gibt's ein Jagdgewehr. Ich werde bekloppt. Ja, das ist dann halt die Frage. Schrotflinte oder Jagdgewehr, ne? Hallo, ist jemand auf dem Klo? Muss mal kurz kacken. Ich möchte bitte nicht gestört werden, sonst muss ich schon mal lachen, wenn noch jemand neben mir sitzt. Neben mir sitzt du. Ein Sicherheitscomputer. Das ist schön. Oh, was ist da denn los? 5. Mai, Vollmond. Mittelmond, Neumond, erster Mond. Vollmond, warum? Neumond? Na, was zum 20. stehen? Nö. Okay. Oh, Notizen. Erst Tag, dann Monat. Er nutzt das europäische Format. Ja, das ist auch viel besser, finde ich. Hurra, der Zusammenschlussbescheid ist da. Jetzt bin ich mit dabei. Was du Svidjania an den Langeweilen alten Vlad. Hallo an den aufregenden neuen Mann in der Stadt. Ich werde das mit Wodka und Hering gebührend feiern. In diesem Monat wird alles anders. Oh Gott. 16.8. Ich habe mich um den toten Waschbären drüben beim Bunker kümmern müssen. Er stank schon sehr übel. Nicht gut für meinen Kater. Meinst du jetzt den Kater, weil du zu viel gesoffen hast? Oder Kater wie Katze Kater? Ja, ich wüsste, wir können gleich noch was ergänzen, aber ich will erstmal den Raum hier zu Ende durchsuchen. Siehst du, da haben wir nämlich gleich noch mehr. Wladimir Blum. Sie wurden in die ehrenwürdigen Reihen unserer geheiligten Organisation aufgenommen. Als solcher werden Sie sich unserer edlen Sachen anschließen und in unseren bestgehüteten Geheimnisse eingeweiht. Die Zeremonie findet traditionsgemäß am Tag nach dem nächsten Neumond statt. Die Koskela-Brüder gehören nicht nur dem Kult an, sie sind die Anführer. Boah, das ist ja verrückt. Die waren ja auch überhaupt nicht komisch, nicht? Er fordert ein Passwort. Und eigentlich auch einen Durchsuchungsbefehl. Aber hey, was soll's? Warte mal. Wann ist Neumond? 16.8. 16.08.23 vielleicht? 16.08. Okay. Hm.
Okay, ich würde es nur mal probieren. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Bandage, das ist gut. Sonst war jetzt hier erstmal nicht, oder? Da kommen wir nicht durch, das haben wir gelesen. Dann können wir jetzt mal hier reingehen. Bei dieser Tür fehlt der Griff. Ist das denn ernst? Hört mal gegen. Hier, Schraubenzieher. Oder nicht? Echt jetzt? Was soll denn das? Ich habe mich gerade gefreut. Na toll. Da werden wir mal Odin jetzt langsam hinterhergehen, wa? Ich ahne, wir sind voll am... Da kannst du gleich ein bisschen Physio machen, wenn wir schon mal hier sind, Mensch. Hier richtig schön mit Treppen steigen, die Oberschenkelmuskulatur zu trainieren. Gibt's hier noch irgendwas Tolles? Sich gerade ein bisschen nach Arti angehört. Arti, bist du es? Wir sind hier. Was ist das? Arzneiausgabe. Gehen wir da noch mal kurz rein, bevor wir hier weitergehen? Wir gehen noch mal kurz in die Arznei. Da war ich auch noch nicht drin. Mein Gott, ich bin voll am Klo vorbeigerannt, wa? Okay. Ah, okay. Also ich ahne, hier wird uns öfters wahrscheinlich irgendeiner... Oh, speichern. Geiler Scheiß. Öfters mal einer hinterherrennen, wenn wir jetzt hier so viele Räume haben, wo wirklich hier hell ist. Und wir Munition finden. Das wird noch übel ausgehen, denke ich. Mal die Kleen machen wir mal rüber. Habe ich das? Ja. Dann haben wir nämlich die hier. Fackel. Ah, mache ich die große auch erstmal rüber? Ich glaube, ich mache die große auch erstmal rüber. Dann habe ich erstmal vier Kleine. Das sollte ja normalerweise erstmal reichen. Was ist denn das eigentlich? Leuchtrakete. Einzelschuss-Leuchtrakete verursacht beim Einschlag schweren Schaden in einem großen Gebiet. Boah, cool. Machen wir so hier. Ach, mobb mich doch nicht schon wieder. So, dann haben wir jetzt einfach mal vier davon auch mit. Hier haben wir noch Platz. Hier könnte noch die Flinte reinpassen, aber da hätten wir keinen Platz mehr für Munition. Ach, Mann. So. Dann. Ich überlege gerade, werden wir mal kurz hier zum Klo gehen, dass wir das auch durchsucht haben. Ach, sehr kurz links um die Ecke und dann ist gut. Und dann laufen wir auf jeden Fall Tor hinterher. Glaube ich gut, dass die Tür zu ist, oder? Aber wir sind doch von hier. Ne, da kommt man nicht durch. Oder sitzt hier einer auf dem Top und kommt nicht voran. Schreit deshalb so dolle. Stimmt in der Verstopfung ordentlich. Der Kloß will nicht raus und es tut so weh. So, da waren wir, ne? Okay, jetzt aber. Jetzt gehe ich wirklich. Ich tu's. Ein Elektronikschloss. Ferngesteuert, wie es aussieht. Überwachungsraum. Weiß nicht. Wo war der Überwachungsraum? Rehabilitation. Hier ist Arzneiausgabe, Büro, Sicherheitsraum. Also gehen wir einfach mal kurz zurück durch die Tür hier links.
Halt, warte mal, haben wir jetzt nicht hier gerade noch Zeug gekriegt hierfür? Ich wollte gerade sagen. So, warte mal. Talking durch die Tür der Cafeteria. Thor hat das Wellness Center verlassen. Also heißt das, der ist wieder drüben? Ein passwortgeschützter Roboter. Roboter, sage ich schon. Hier noch irgendwas, machen wir hier. Das hier? Denken, Saga. Ich mach doch Denki Denki. So, der Computer entriegelt die Tür, wenn ich das Passwort herausfinde. Na super. Ist vor kurzem dem Kult beigetreten. Ist irgendjemand hier kein verdammter Kultist? Ja, das stimmt. Er klingt aufregend. Was er geplant hat, okay. Einige Datumsangaben sind eingekreist. Der Kalender zeigt auch die Monate. Vielleicht muss ich auch immer das. Sind ja vier, ich ja. Ich habe alles, um das Passwort zu entschlüsseln. Habe ich? Der Computer steuert die Tür, die Thor benutzt hat. Ja. Datumsangaben sind übliche Passwörter. Hier könnte etwas. Also hatte ich schon mal prinzipiell recht, bloß in der, naja, Ausführung hat es ein bisschen gehapert. Nur ein bisschen. Was haben wir jetzt hier? Ein Kult blablabla. Wird das hier mit hin? Nö. Oder hier? Ja. Hieß ein Manuskript. Was? Das ist falsch. Okay, dann da. Hey. Dahin. Dahin. Ey, mach mich nicht verrückt hier. Dann da. Willst du mich veräppeln? Ein Wladimir Blum. Ah, gut, extra. Wer ist involviert? Die sind alle noch nicht fertig, ey. Kriechen, hasch mich. So, das haben wir. So, Wachraum. Genau, ich wollte da lang. Licht, danke. Oh, so ganz toll, wenn du mal so den Wind durchpfeifen hörst, ne? War das vorhin schon offen? Achso, jetzt war das vorhin schon offen, aber nee. So, ist es dann. F. Hier 17 geht ja gar nicht. Der 1, 2, 3, 4, also 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. So 4, 6, 7. Boah, wo soll ich jetzt wissen, welches das jetzt ist? Jetzt muss ich mal kombinieren. Ich muss ihn das mal aufschreiben. Ich muss ihn das mal kurz aufschreiben, Leute. So, ich habe mir das jetzt mal kurz abfotografiert, dann brauche ich es mir nicht abschreiben. Ist ja auch Schwachsinn. So, dann fangen wir mal an. Wir haben als erstes den 4.5.23. Okay, ist falsch. 17.05.23 ist auch falsch, oder? 29.06.23. Nope. 17.06.23. Nope. 20.06.23. Nope. Mein Gott.
17.8.23. Okay, wenigstens nicht das letzte wäre 31.8. gewesen. Marshall Security, na, das ist doch super. Kann ich hier noch was machen? Puh, Marshall Security, was ist, wenn ich auf Q drücke? Medien? Ah, hier sind sogar noch E-Mails. Was ist denn da? Das Rätsel ums Gewehr. Was für, achso, das Gewehr. Ich bin ein kleiner Türgriff und gar nicht da. Folg dem Hinweis und der Weg wird dir klar. Zum Empfang, nun geh schnell in einem gläsernen Käfig, wo die Blumen blühen hell. Okay, also vorne bei der Rezeption oder was? Warum hast du den Türgriff zu meinem privaten Zimmer mitgenommen? Ich habe diese Streiche langsam satt. Bring ihn gefälligst zurück, damit ich mein Gewehr holen und auf die Hirschjagd gehen kann. Wenn du es nicht tust, mache ich stattdessen Jagd auf dich. Okay. VIP Wladimir, ich muss dich nicht daran erinnern, dass Thor und Odin ideale Kandidaten sind. Bitte bemühe dich mehr, sie zu rekrutieren. Okay. Oh, da ist Thor. Und er ist völlig verrückt. Ich muss zu ihm gelangen. Wollen wir nicht noch irgendwie Schnaps mitnehmen oder so? Einen guten selbstgebrannten? Mein Gott. Thor. Mit Thor, mit der Macht von Asgard. Wo gehst denn du hin, Thor, da hinten? Ich hoffe, man sieht's. Hinterm Snackautomat links, okay. Okay. Ach, und F. Und die Türen sind offen. Sicherheitsschloss aus. Okay. Ich hoffe, das ist gut, dass es so ist. Alle Türen? Können wir jetzt so hier lang? Ja, sind die alle offen? Oh, keine mehr verriegelt, geil. Ja, wollen wir nochmal hier kurz vorgehen? Ach, falscher Dings. Oh, oh. Wo die Blumen... Die Blumen sind hier. Aber ich sehe gerade spontan nicht den Türgriff. Aber Leute, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge von Alan Wake 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach unten, ein Abo da, dann verpasst ihr keine der zukünftigen Folgen mehr. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Es supportet immer die Videos und hilft mir, dass die Videos nur anderen gezeigt werden. Haut rein, bis zum nächsten Mal.